guckt euch an. Wir haben hier links so eine kleine Strömungskante, die ist fast nicht zu erkennen. Fisch. Oh nein, da war der Fisch. Genau hier unten raus. Genau hier unten in der Ecke. Bis gehabt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Angelfreunde. Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Sendung der Lieblingsköder Angelschule. Viele Angler schreiben uns und sagen, es klappt bei ihnen noch nicht so richtig mit dem konstanten Fangerfolg. Deshalb haben wir heute den Schwerpunkt Angelstrategie. Wir möchten euch gerne erklären, wie die Profis erfolgreich auf Raubfische angeln, was Suchköder sind, was Spotköder sind und wie ihr mit der passenden Angelstrategie sicher zum Fangerfolg kommt. Wir starten mit den Grundlagen. Die meisten Bereiche in einem Gewässer sind absolut fischleer. Das heißt, für uns Angler besteht die erste Herausforderung darin, überhaupt mal Fische zu finden. Wenn wir in einem Gewässer ankommen, was wir noch nicht kennen, dann halten wir zuerst immer Ausschau nach sogenannten Strukturen. Denn an diesen besonderen Bereichen, da halten sich gern dann auch die Fische auf. Strukturen, Hotspots sind zum Beispiel Schilfkanten oder auch Seerosenfelder oder beim Zander die berühmte Strömungskante im Fluss. Wenn wir solche Strukturen in unserem Gewässer entdecken, dann können wir sie ganz gezielt ausangeln. Zum Beispiel mit einem Lieblingsköder Gummifisch, mit der passenden Köderführung und wenn wir dann die nötige Ausdauer mitbringen, dann kommen wir hier sicher zum Fangerfolg. Das ist so die Art der Angelei, die die meisten Angler kennen. Ich entscheide mich für einen Köder, der zu meinem Zielfisch passt, dann suche ich die Strukturen ab, die ich offensichtlich vom Ufer aus auch sehen kann und dann werfe ich da so lange, bis es irgendwann klappt. Das ist mindestens mal ein sehr guter Plan, aber es ist noch nicht unbedingt eine Strategie. Strategie heißt, wir verwenden im ersten Schritt einen sogenannten Suchköder. In der Regel ist das ein kleiner Köder, der sehr viel Druck macht, der eine große Weitenwirkung hat und mit dem wir erstmal große Wasserbereiche nach Fischen absuchen können. Was wir haben möchten, sind Bisse von kleinen Barschen in der Regel. Denn da, wo sich kleine Barsche aufhalten, da können wir uns sehr sicher sein, dass es dort irgendwo in der Nähe auch größere Barsche oder sogar Hechte gibt. Und um genau solche Plätze zu finden, darum geht es mit der passenden Angelstrategie. Hier sind wir jetzt an einer Schilfkante, hunderte Meter kein Fisch, an diesem Platz Barsche und dahinter der Hecht. Haben wir dann mit dem Suchköder große Bereiche nach Fischen abgesucht und die ersten Fische gefangen oder auch vielleicht nur Bisse bekommen, dann stellen wir um auf den sogenannten Spotköder. Spotköder heißt Gummifisch, der eine echte Beute imitiert, den ich bei weitem nicht mehr so schnell führe, der auch nicht mehr so eine große Weitenwirksamkeit haben muss, denn mit diesem Köder angle ich einen kleinen Platz, einen kleinen Bereich in meinem Gewässer ganz gezielt aus. Barsch! Wow, schöner Barsch, Leute. Mega, richtig schöner Barsch, Thomas. Auf den Gummifisch, ja? Herrlich. Das ist die Strategie. Als Suchköder verwenden wir einen Köder, der richtig viel Druck macht. Wir verwenden am allerliebsten einen sogenannten Spinmat. Warum ein Spinmat? Hat Thomas gestern wunderbar am Wasser erklärt. Liebe Angelfreunde, brauche ich nicht nochmal zu wiederholen. Wir horchen mal kurz rein. Viele fragen sich bestimmt, warum sollte ich ein Spinmat zum Suchen nehmen? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Der Spinmat ist der Krawallbruder unter den Ködern. Der hat hinten ein Spinnerblatt, welches in Rotation versetzt wird. Und dadurch macht er extrem starke Druckwellen. Die Druckwellen können unsere Raubfische über das Seitenlinienorgan über mehrere Meter wahrnehmen und das auch in trübem Wasser. Also die Sichtigkeit des Wassers spielt da keine Rolle, weil der Fisch den Köder mit einem anderen Organ wahrnimmt. Des Weiteren hat diese besondere Verarbeitung des Spinnerblattes beim Spinmat aber den Vorteil, dass starke Reflexionen, Lichtreflexionen erzeugt werden, die für die Raubfische natürlich extrem interessant sind, was sie weiterhin anlockt. Und ich kann mit dem Spinmat auch schwierige Strukturen arbeiten, wo ich jetzt mit einem anderen Köder, wenn ich jetzt einen Wobbler fischen würde oder sowas, vielleicht Hänger bekommen könnte und kann mich da super in ein Gewässer reinarbeiten. Ja, also ich kann den führen, wie ich einen Gummifisch am Jigkopf führe, dass ich ihn auswerfe, absinken lasse. Ich kann ihn einfach durchkurbeln und damit die komplette Wassersäule durcharbeiten und bin damit sehr flexibel. Warum sollte ich einen Gummifisch nehmen, wenn ich Fischkontakt hatte und die Fische nicht auf dem Spinmat gehangen haben? Auch das ist relativ einfach zu beantworten. Ein Gummifisch kann ich feiner auf die Verhältnisse einstellen. Die Spinmats sind in den Gewichten 4 Gramm, 6 Gramm, 10 Gramm und so weiter erhältlich. Mit einem Gummifisch kann ich aber einen relativ kleinen Gummifisch mit einem schweren G-Kopfgewicht ausstatten oder einen großen Gummifisch mit einem leichten G-Kopfgewicht und alle Variationen dazwischen. Also ich kann auf meine Verhältnisse vor Ort den Gummifisch so austarieren, wie ich ihn brauche. Und jetzt so wie hier in der Strömung, dass ich ihn in der Strömung halte und wirklich ganz minimale Bewegungen mache mit dem Fisch. Also das, was wir machen, auswerfen und an straffer Schnur vom anderen Ufer rumdriften lassen. Da so haben wir jetzt die Fehlbisse bekommen. Jetzt haben wir umgestellt auf Gummifisch und fischen den 6 cm Lieblingsköder.
um die Fische doch noch ans Band zu bekommen, wo wir die Fehlbisse hatten. Wunderschöne Zusammenfassung, besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Wir verwenden einen Suchköder, um große Bereiche im Gewässer nach Fischen abzusuchen. Bekommen wir dann Bisse oder vielleicht bekommen wir auch nur einen Fehlbiss, aber dann haben wir eine ganz wichtige Information, nämlich, dass sich an diesem Platz in unserem Gewässer Fische aufhalten. Und dann kann ich dort gezielt mit einem sogenannten Spotköder, also mit einem Gummifisch, der eine echte Beute imitiert, dann auf größere Fische angeln. So, liebe Angelfreunde, das war die Theorie. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gemeinsam eine Runde fischen. Thomas und ich haben es genauso gemacht und was uns da passiert ist, war mal wieder lehrbuchmäßig. Ich will nicht zu viel verraten, Film ab. Leute, guckt euch an. Das ist ein mega, mega geiler Platz. Wir befinden uns jetzt hier auf der geraden Strecke und achtet mal drauf, wir haben hier links so eine kleine Strömungskante, die ist fast nicht zu erkennen. Das ist keine Riesenströmungskante wie an der Elbe, sondern so eine ganz leichte Strömungskante, die sich bildet, weil hier drüben so ein kleiner ausgespülter Bereich ist. Der sich bildet, weil wir hier so eine überhängende Ecke haben, so eine ganz leicht überhängende Ecke. Hier geht die Strömungskante lang und dort drüben auf der anderen Seite, da unter dem Baum, könnt ihr das sehen? Hier vorne an der Ecke, da geht's los. Da, wo hier das ganze Material im Wasser drin liegt, da geht's los. Und da an der Kante drüben, da ist so ein Übergang zwischen stark strömendem Wasser und strömungsberuhigtem Bereich. Und an genau diesen Bereichen, hier, wo es weniger strömt, wo wir so ein überhängendes Ufer haben, und dort, wo so ein strömungsberuhigter Bereich ist, da stellen sich gern die Räuber ein. Und was wir machen müssen ist, wir müssen jetzt einmal hier diesen Platz abangeln und mal gucken, ob sich hier Fische überhaupt aufhalten. Thomas fischt dieselbe gerade Strecke, ein Stückchen weiter flussauf. Ich werfe den Köder in die Hauptströmung, dort vorn rein. Und dann lasse ich ihn angestrafter Schnur rumtreiben bis vors Ufer. So, der Vorteil ist, beim Spinmat merkt ihr dann schön, wenn das Spinnerblatt aufhört zu drehen, dann seid ihr nämlich entweder am Grund oder im strömungsberuhigten Bereich oder beides. Ich möchte genau an den Übergang zwischen Strömung und strömungsberuhigtem Bereich. Oh krass, Leute, direkt hier vorne vor den Füßen war gerade irgendetwas. Genau hier dicht vorm Ufer, Leute. Da schon wieder. Da schon wieder. Also Leute, hier sind Fische. Da vorne hängt so ein Baum übers Wasser. Und ich kann schon erkennen, dass man da etwas weniger Strömungsgeschwindigkeit hat. Fisch, oh nein, da war der Biss. Nein, das gibt's nicht, Leute, da war gerade der Biss. Thomas, ich habe gerade einen Biss gehabt hier vorne, direkt vom Ufer. Ich verstehe dich leider nicht auf die Entfernung, Thomas. Thomas, ich hatte gerade einen Biss, ja, direkt vom Ufer. Und hier, ja, unten ist so ein ganz, ganz kleiner Platz, der sieht ganz unscheinbar aus. Da ist wie so eine kleine Ecke im Ufer drin. Ja. Und dahinter wird es strömungsberuhigt. Und genau hier dahinter, da hatte ich den Biss. Und Leute, achtet mal drauf. Hier sind manchmal ganz kleine Ringe an der Wasseroberfläche. Das ist Kleinfisch. Und dahinter, da steht der Räuber und wartet auf den Fisch. Das sind diese Strukturen, nach denen wir suchen, auch drüben. Also das hat man überall am Ufer. Auch wenn eine Strecke gerade erscheint, sind immer leichte Einbuchtungen. Und wenn das bloß 30 cm sind, reicht das aus, dass sich dort ein strömungsberuhigter Bereich oder eine Kehrströmung bildet. Und da stellen sich die Fische ein. Hast du einen Pinky? Ich habe einen Pinky. Gummifisch, meine ich? Gummifisch, ja. Mach drauf. Hier unten in der Ecke. Wir wechseln von Spinmat auf Gummifisch. Jens hat gerade einen Fehlbiss gehabt. Und gucken uns mal die Ecke an. Und gucken mal, ob wir den da rauskitzeln können. So, Thomas, genau hier unten raus. Genau hier unten in der Ecke. Er wird umgestellt. Jetzt wird es spannend, Leute. Ich stehe bereit mit dem Kescher. Ich überwerfe den Platz und lasse den jetzt durch die Strömung ans Ufer ran driften und hole ihn dann langsam wieder ein. Jetzt vom heißen Bereich. Ungefähr da, wo du gerade bist. Ja. War da was? Mhm. War das ein Biss, Thomas? Ein Biss oder ein Schnurschwimmer? Beides gut. Aber bei mir war es so, ich habe hier 3-4 Würfe gemacht mit dem Smüllen und sofort Biss gehabt. Ne? Mit dem Gummi braucht man dann ein bisschen mehr Geduld. Ja. Der ist einfach nicht ganz so auffällig, war. Nicht ganz so weitenwirksam vielleicht auch. Aber zum Ausfischen optimal. Oh, schöner Wurf. Genau an der verlängerten Strömungskante jetzt. Biss gehabt? Mhm. Leute, jetzt wird's spannend. Genau hier vorne ist Weißfisch. Dahinter Fehlbiss gehabt. Thomas auch gerade den ersten Fehlbiss. Mach doch mal einen Captain ran. Probier doch mal einen Captain. Thomas, das ist eigentlich die Spinmat-Box. Ja. Aber die passt für die kleinen Gummis auch perfekt, wa? Passt super. Passt super. Gerade Fehlbiss gehabt auf Pinky. Wir wechseln schnell die Farbe auf den Captain. Vielleicht ist der Fisch noch da. Ja. Sag mal, da drüben ist noch so ein strömungsberuhigter Bereich wie hier. Ich werfe mal an. Du hast ja gerade reingeworfen und da ist ein kleiner Fisch weggesprungen. Fisch. Jawohl. Leute, das gibt's doch nicht. Ich sag gerade noch, du hast reingeworfen und ein kleiner Fisch ist weggesprungen. Dann ist das jetzt der Räuber, der dahinter gelauert hat.
Oh, Hecht. Schönes Ding, Thomas. Schönes Ding. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, gegen die Strömung. Der Konter. Okay. Und ist drin. Ey, Leute. Schon wieder ausgehakt. So einfach nur der Hammer. Guckt euch an, der hing ganz vorne knapp. Captain, was hat dieser Köder schon an Hechten gebracht, Thomas? Ja. Das war die richtige Idee. Möchtest du ihn selber nehmen? Nee, mach ruhig, mach. Sofort der Biss in der Absinkphase. Schöner Fisch. Da ist der Fisch. Schöner Fisch. Leute, auf den Captain. Makelloser Hecht. Geiler Fisch, Leute. Geiler Fisch. Was für ein Erlebnis, mal wieder lehrbuchmäßig. Suchköder, Spotköder. Die beste Strategie, um sich wirklich tief in ein Gewässer reinzuarbeiten und konstant Fische zu fangen. So, liebe Angelfreunde, dann habe ich noch zwei Sachen mit euch vor. Und zwar, Chris, wir haben hier ein wunderbares Fanpostpaket liegen. Und Leute, ich habe euch ein mega Köderpaket zusammengestellt fürs heutige Gewinnspiel. Wir beginnen mit der Fanpost. Chris, was kann das sein? Eine Angelroute? Nein, uns würde niemand eine Angelroute schicken, so frech wäre niemand, oder? Dieses Paket stammt von Julian und Niklas aus Nivern. Leute, ich sehe Füllmaterial. Ich spüre schon etwas. Wir haben übrigens gerade einen Vortrag gemacht über den Schwarzspecht zu Hause. Der baut seine Höhle bis zu 50 cm tief in den Baum rein. Weißt du warum? Damit der Marder mit seinem Arm da nicht rein... So fühle ich mich gerade. Wie so ein Marder, der im Nest kramt. Kann es sein, dass uns jemand Füllmaterial geschickt hat? Hier ist das erste Teil rausgefallen. Chris, was ist das, Chris? Sag mal, Leute, ist das eine Kamera? Hier mit Auslöser. Ey, wie krass ist das denn bitte? Wie ist das gebaut? Chris, komm mal bitte rüber. Ey, Leute, was? Chris, schön, dass du da bist. Komm mal her. Ja, geil. Das ist nicht schlecht. Das ist eine coole Idee. Ey, was die Leute sich immer einfallen lassen, oder? Es ist der Wahnsinn. So, und jetzt... Ich zieh's jetzt raus, Leute. Ich zieh's jetzt einfach raus. Hier kommt etwas zum Vorschein. Das sieht aus wie... Alter, das ist einfach mal eine selbstgebaute Angelrute. Also wenn die Rolle jetzt noch funktioniert, dann gibt's hier aber ein richtiges Highlight, Leute. Ey, die Kurbel funktioniert. Weißt du, was wir eigentlich machen müssten? Wir müssten eigentlich mit dieser Angel, müssten wir eigentlich mal losgehen zum Angeln. Oder, Chris? Leute, wenn ihr Bock drauf habt, ja, dass wir mit dieser Angel hier einen Fisch fangen, schreibt unten in die Kommentare. Das ist ja der Wahnsinn. Schöne vierfach geflochtene Ringe, sehen auch solide aus. Ja, mal kontrollieren. Ja, sind fast alle in einer Flucht. Und hinten dran, richtig schöner Barsch. So, jetzt bin ich gespannt auf den... Oh, hallo Jens, hallo Chris. Wir angeln seit diesem Jahr und haben schon viele Barsche mit euren Ködern gefangen. Demnächst wollen wir auch auf größere Raubfische angeln. Na dann hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Wir haben in deinem letzten Video gesehen, dass du eine neue Angel entwickelst. Und darum haben wir uns gedacht, dass wir dir auch mal eine Angel bauen. Gute Idee. Und weil du die Videos immer mit Chris zusammen machst, haben wir für Chris eine Kamera gebaut für schöne Fangfotos. Guckt sie euch mal an, die alten Lümmels. Da sind sie. Alter, richtig schöne Fische. Wahnsinn. Guckt's euch an. Spinmat, Barsch, läuft. Chickmaster, Flipper, guter Köder, Möhrchen. Ja? Fire Tiger, kleiner Döbel auch mit dabei. Wahnsinn. Jungs, einfach der absolute Knaller. Chris, da lassen wir uns noch eine Kleinigkeit für die beiden einfallen, oder? Wer uns sowas Geiles schickt, ach, da geht einem das Herz auf. Oder, Chris? So, Leute, dann würde ich sagen, kommen wir nun zum Gewinnspiel der heutigen Sendung. Und ich habe euch etwas ganz Besonderes zusammengestellt. Und zwar ein Set aus den Ködern, die ich persönlich jetzt einsetze, um diese Angelstrategie umzusetzen. Einmal Suchköder, Spinmats, und zwar in 6 Gramm. Einmal die vier Grundfarben. Sunny, Whisky, Captain und Pinky. Also einmal natürliche Farben für klares Wasser, einmal auffällige Farben für trübes Wasser. Optimaler Köder meiner Meinung nach, um die Fische in seinem Gewässer erstmal zu finden. Und dann noch einen Satz Gummifische, um die Plätze, die man sich erarbeitet hat, ganz gezielt auszuangeln. Und zwar habe ich mir überlegt, einfach Mixpakete. Da habt ihr alles drin. Einmal Ultimate Collection für klares Wasser mit Naturfarben, natürlichen Dekoren für klare Gewässer und einmal die Ultimate Collection für trübes Wasser mit sehr auffälligen Farben, wenn euer Wasser eher angetrübt ist. Dann natürlich noch die passenden Haken dazu. Ich weiß nicht, was ihr in eurem Gewässer braucht, deshalb gibt es heute Mixpakete. Einmal das Mixpaket für den See, einmal das Mixpaket für den Fluss, also leichte Gewichte für langsame Köderführung und schwere Gewichte für schnellere Köderführung oder eben für größere Wassertiefen. Wenn ihr mit diesem Set loszieht, könnt ihr euch ganz wunderbar in euer Gewässer reinarbeiten. Ach so, und zum Verstauen der Köder natürlich eine Spinmat-Box in der Größe L.
Die ist schön flach, die passt in jede Tasche und in jeden Rucksack. Nimmt nicht viel Platz weg, braucht sie auch nicht bei so kleinen Ködern, kann man dort wunderbar reinsortieren. Alles, was ihr tun müsst, um am heutigen Gewinnspiel teilzunehmen, ist uns bitte jetzt mal unten in die Kommentare zu schreiben, was ihr euch als nächstes von uns wünscht. Chris, Matthias hat angerufen, wir werden demnächst zum Bodden fahren und wir werden mit Matthias auf Hechtangeln gehen. Vielleicht habt ihr eine Challenge, vielleicht habt ihr eine Idee, was ihr gern mal sehen würdet von uns oder vielleicht habt ihr auch noch Fragen zum Hechtangeln, dann schreibt uns bitte jetzt unten in die Kommentare rein. Bin ich gespannt drauf. Gut, wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder unsere Gäste wart. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert bitte unseren YouTube-Kanal, lasst uns ein Like da, lasst den Like-Button glühen und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Macht's gut bis dahin, euer Chris. Hinter der Kamera und Jens von Lieblingsköder.